Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis ist am Sonntagabend bei Korbach verunglückt. Der junge Mann kam auf der Fahrt in Richtung Meineringhausen nach rechts von der Straße ab, fiel hin und schleuderte mitsamt seiner Maschine unter der Leitplanke hindurch. Der Yamaha-Fahrer, der hinter der Schutzplanke in einen Flutgraben stürzte, zog sich schwerste Verletzungen zu. Die Rettungskräfte forderten einen Rettungshubschrauber an. Die Göttinger Maschine Christoph 44 landete wenig später auf der abgesperrten Fahrbahn. Feuerwehrleute halfen dabei, den Verletzten mit einer speziellen Trage aus dem Graben zum Rettungswagen zu bringen. Die Helikopterbesatzung flog den 25-Jährigen schließlich in eine Göttinger Klinik.